Seit der Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche ist klar, der zweite Corona-Lockdown dauert noch länger als zunächst angenommen. Ab Montag gelten auch im Land die neuen Maßnahmen. So wird der Präsenzunterricht an den Schulen weiterhin ausgesetzt und der Fernunterricht bis zunächst zum 14. Februar verlängert. Eine Ausnahme bilden die Grundschulen. Diese sollen ab dem 1. Februar bereits wieder im Wechselunterricht in aufgeteilten Klassen an die Schulen zurückkehren. Allerdings auch ohne eine Präsenzpflicht. Die Kitas im Land bleiben auch weiterhin im Regelbetrieb bei dringendem Bedarf. Mit dem Beginn der neuen Woche tritt auch in Rheinland-Pfalz und der Region die neue Maskenpflicht in Kraft. Darauf hatte man sich bereits auf der Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche geeinigt. Im Land gilt die erweiterte Maskenpflicht, die nun das Tragen von medizinischen Masken vorschreibt, unter anderem in allen Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie in Ämtern und Behörden und beim Einkaufen im Lebensmittelhandel. Am Sonntag ist es im Dienstgebiet der Polizei Lahnstein zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Pkw gekommen. Laut Angaben der Polizei waren dabei zunächst 8 Autos in der Stauffenbergstraße betroffen. Im Rahmen einer Streife konnten dann allerdings noch zahlreiche weitere Autos festgestellt werden, bei denen allesamt mindestens ein Reifen zerstochen wurde. Im Laufe des Tages wurden der Polizei dann immer mehr solche Übergriffe auf Autos gemeldet. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.